Und damit sage ich, wir kommen zur nächsten Let's Play 3DS Demo. Diesmal eine etwas ziemlich alte 3DS Demo, nämlich Cooking Mama 4. In der wir uns jetzt ein bisschen kulinarisch vergnügen, indem wir uns eine, wie man schon sieht, eine Pizza machen. So, fangen wir mal an. Die Demo ist auch relativ schnell um, die geht in. Ja, die haben wir ziemlich schnell durchgepackt. Wie man schon gelesen hat und wie man jetzt schon sieht, wir müssen uns eine Pizza machen. Mit allen Einzelheiten, also da haben wir wirklich viel zu tun. Und fangen an, indem wir das Pulver verstreuen. Berühre vorsichtig das Sieb zum Aussieben. Neige es nicht zu sehr, sonst geht das Mehl daneben. Ich hoffe, das geht relativ gut. Denn wenn das Mehl verschüttet wird, dann musste ich es wegpusten und das geht jetzt gerade ein bisschen schlecht. Also müssen wir ein bisschen zusammenreißen, dass es was wird. Weil so wie ich gerade aufnehme, ist das Wegpusten etwas blöd. So ein bisschen langsam machen, dann wird es schon gehen. Ah, sieht aber gut aus. So, perfekt. Nicht perfekt, aber gut. Besser als Mama. Aber wir kriegen immer so eine goldene Münze, wenn es gut lief, sonst kriegen wir eine silberne. Und wenn es perfekt war, also in einer ziemlich guten Zeit, kriegen wir rechts, wo die Tomate ist, so ein Sternchen. Damit es wirklich perfekt ist, aber naja, mal gucken. Also, weiter geht's. Gib beim Mixen hinzu. Beweg den Schneebesen, um alles zu mischen. Halt ihn zum Zugeben einer Zutat an. Okay. Dann müssen wir nur hier umrühren. Dass irgendeine Zutat kommt, dann müssen wir anhalten. Und ja. Da geht sich eigentlich schon von selbst. So, jetzt haben wir Wasser drin. Ich glaube, danach müsste Mehl kommen oder sowas, wenn ich mich nicht entzünde. Hefe. Ist ja fast dasselbe. Irgendwie. So. Mama freut sich über meinen Ast. Obwohl ich es immer lustig finde, was die für ein Gesicht zieht, wenn man etwas falsch macht. Das ist viel lustiger. Das passiert bestimmt auch noch. So, jetzt machen wir sie erstmal glücklich. Super. Super. Jetzt haben wir es innerhalb der Zeit geschafft, in der Hälfte der Zeit. Und kriegen, wie ich gesagt habe, hier oben so ein Sternchen hin. Bringt eigentlich nichts, aber sieht gut aus. Zumindest für die Demo bringt nichts. So, sehr schön gemacht. Knete den Teig. Knete den Teig wie gezeigt mit dem Touchpad und schmette ihn zum Schluss hart auf den Boden. Hört sich schon etwas pervers an, ist aber eigentlich auch relativ einfach. Aber einfach ist nicht gerade leicht. Denn hier geht die Steuerung etwas schwierig. Komm schon. Aber wenn man den Rhythmus gefunden hat, geht es relativ gut. So, und auf den Boden. Perfekt. Ich glaube, das musste man 3 oder 4 Mal machen. Und bam. Wie man schon sieht, sie freut sich nicht gerade. Ah, verdammt. So. Einmal schaffe ich es noch in der Zeit. Zeitdruck hat man ja eigentlich überhaupt gar nicht. Ist auch ziemlich gut. Außer vielleicht am Ende. Wenn man die Pizza backt, dann wird schon etwas knapp von der Zeit, wenn man etwas versaut. So, perfekt. Weiter geht's, roll den Teig aus. Wirf den Teig wie gezeigt, um ihn zu stricken. Achte auf dein Timing, dann wird es einfacher. Das werden die meisten vielleicht von der Pizzeria her kennen. Da müssen wir einfach nur den Teig so rumwirbeln. Geht auch relativ schnell, wenn man es gut in der Zeit packt.
also ein gutes Timing hat. Das ist noch eine richtige Höhe und das würde vielleicht ein bisschen komisch aussehen, aber naja. Das haben wir auch gleich. So, noch ein bisschen und komm schon. Perfekt. Besser als Mama, super. So, dann kommt mein absoluter Liebling. Öffne die Dose. Beweg den Dosenöffner auf und ab, um die Dose zu öffnen. Pass auf, dass du nicht zu weit schneidest. Das ist ziemlich bescheuert, aber gehört halt dazu. Müssen wir das Döschen öffnen. Da kann man auch ziemlich lustig das Ganze versauen, aber das will ich mal nicht machen, weil das kostet extrem viel Zeit. Deshalb lassen wir uns hier mal die Zeit. Spannend, oder? So, jetzt noch aufmachen. Zack. Perfekt. Gehört auch dazu, also. Wow, besser als Mama. Und weiter geht's. Jetzt müssen wir die Tomatensauce verteilen. Verteile die Soße mit dem Touchpad auf dem Pizzateig. Das geht auch relativ flott. Da ist schon der Teig. So, jetzt ist es nur so verteilen. Und das haben wir schon. Super. Ach, gut in der Zeit. Toll gemacht. Und jetzt haben wir es auch bald. Es fehlen nur noch ein, zwei Dinger. Drei Dinger fehlen noch. Gib den Belag hinzu. Berühr den Käse, um ihn auf den Pizzateig zu legen. Geht auch ziemlich einfach. Jetzt müssen wir einfach nur drauf schnipsen, wenn er vorbeifährt. So, der erste liegt schon. Und die anderen kriegen wir auch noch drauf. So, das müsste schon gewesen sein. Perfekt. Wow, besser als Mama. So, dann kommen wir zum vorletzten. Da müssten wir die Blätter drauf tun. Genau, das Basilikum. Zerrupf die Blätter. Merkst du die Reihenfolge, in der du die Basilikumblätter abzupfen musst und zieh sie ab. So, das Blatt für euch auch ein bisschen komisch aussehen. Das haben wir das erste nicht gemerkt, ganz toll. So, perfekt. War nix. So, das wird für euch jetzt ein bisschen komisch aussehen, glaube ich. Ach, kann ich denn gar nichts. So. Ah Gott, so der hier, oder? Nicht der. So, so und so. Hat Zeit gekostet, aber egal. Fertig ist es trotzdem. Wow, besser als Mama. So, und zum Schluss müssen wir es natürlich noch backen im Heizofen. Bewegt den Touchpin, um die Pizza in den Ofen zu tun. Achte auf deine Geschwindigkeit. Da fehle ich beim ersten Mal, weil das ziemlich lustig aussieht. Wenn wir jetzt nämlich zu schnell reinschmeißen. Ne, das war perfekt. War wieder perfekt. Ich will es eigentlich ein bisschen schneller machen. Ah, das war zu langsam. Ach Gott.
So, jetzt. Das sieht in 3D ziemlich cool aus. So, ich wollte es eigentlich jetzt normal machen. Ach Gott, das ist so scheiße. Das ist so schwer, meine ich. Nein, dann werden es keine 100%. Aber einmal krieg ich es noch hin, genau. Vielleicht nochmal. Nein. Versaut. Egal. Aber nah an 100%. Sehr enttäuschtes Gesicht, was die Mama uns hier entgegenbringt. Jetzt haben wir nur so ein Silberdings gekriegt. Sieht lecker aus, oder? Kann man richtig reinbeißen. So, sehr gut gemacht. 94%. Hätte es am Schluss perfekt hingehauen, hätten wir 100% und so eine goldene. Aber naja. Ich muss mal wieder failen. Das ist der bekannte Vorführeffekt. Und steht auch schon. Danke fürs Spielen der Demo-Version Cooking Mama vor. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Demnächst werden auch die anderen Demos kommen. In naher oder etwas fernerer Zukunft. Schätze ich mal. Und ja, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.